meine Freunde, herzlich willkommen und schön, dass ihr dabei seid. Zu einer Runde Ranked Arena mit Gragas Doni. Herzlich willkommen, wir spielen heute League of Legends. Wir spielen Gragas im Jungle. Bevor wir jetzt einfach loslaufen, gucken wir schon mal, was denn so überhaupt Phase ist. Ja, wir haben doch ein relativ AD-lastiges Team. Die sind Full AD, die Gegner, das ist Punkt 1. Die sind Full AD. Außerdem finde ich, ist deren Team so relativ, deren Engage ist relativ madig. Unser Team sieht relativ gut aus, gut, relativ gut balanced. Wir fangen mit Ehren. Also wir fangen mit Ehren. Eigentlich machen die Spells alle ungefähr gleich viel Schaden, aber beim ersten Camp ist es egal. Was? Egal. Also, es ist eigentlich egal, was man skillt, aber, also bei den meisten Champions, weil man Hilfe kriegt, außer Lucian. Aber weil wir den Gegner stunnen wollen, dann kriegen wir nämlich weniger Schaden. Außerdem wird der Cooldown hier von der E reduziert und deswegen hat man es immer Auto-Hit E. Auto-Hit E. Das ist jetzt scheiße. Da kommt aber, man. Schlafnase. Auto-Hit E. Jetzt kriegen wir natürlich nicht ganz so viel Hilfe. Ist ein bisschen madig, aber das reicht. War das knapp. So, das W machen wir immer zwischen den Auto-Hits. Sprich, und bei dem E muss man aufpassen, dass man schön dazwischen läuft. Sonst kann es sein, Auto-Hit W. Sonst kann es sein, dass man nur so einen kleinen weghaut. Das ist mir schon ein paar Mal passiert. Den W, wie gesagt, immer zwischen den Frapp, zwischen den Outwits, weil dann lädt sich der nächste Outwit schon mal auf. So, in der Zeit könnt ihr eh nichts machen, dann könnt ihr auch trinken, so nach dem Motto. So, Outwit E, immer vorher noch ein Outwit machen, also, und zack, hier, da haben wir das. Wir gehen jetzt zum, wir müssen mal gucken, Graves Counter Jungle Day, ich denke nicht. Wo wollen wir ganken? Midlane ist rein theoretisch Potenzial, weil Annie ist immer so ein Kandidat, der aggressiv Potenzial hat. Und Zed spielt sehr, sehr aggressiv. Das ist also so eine gefährliche Lane, wo schnell was explodieren kann. Toplane ist auch möglich, wobei die halt Teleport haben, was ein bisschen madig ist. Wir warden trotzdem mal gegen Graves. Auto-Hit E. Auto-Hit E immer, meine Friends. Auto-Hit E. Kann ja auch schon mal potten. Muss immer hier so ein bisschen... Manchmal trifft man die nicht alle. Es ist immer ein bisschen madig. Madig. Oh, scheiße, ich habe vergessen zu smiten. Ah, egal. Ist nicht so schlimm. Wir sind ja relativ gut durchgekommen. So, wir laufen jetzt erstmal nach oben. Ich gehe mal hier hin. Da kann man nämlich Counter-Jungeln ganz nett. Falls jetzt ich zuerst da bin und Graves hier gleich... Top-Lane wird fast immer zuerst gegankt. Und dann könnte es sein, dass er in mich reinläuft. Ansonsten gehe ich nämlich jetzt... Allerdings ist er klein. Das ist relativ kacke. Aber wir Ganks sind natürlich auch gut, um Damage zu machen. Ne? Also, wir können hier schon mal ein bisschen trinken. Butz. Werfen das schön da. Batz! Die Frage ist, ob wir... Ich glaube nicht. Nee. Aber wir können gleich nochmal was machen. Oh, Boy. Ich glaube, ich bin stark genug, den Boy hier zu fighten. Frapp. Okay, er gibt mir auf jeden Fall schon ordentlich Schaden. Da muss... Ah, okay, der Flash war jetzt richtig raced. Scheiße. Ich habe genau nicht gesehen, dass er da ist, muss ich jetzt ehrlich sagen. Weil ich in dieser scheiß Rauchwolke war. Das war jetzt ein bisschen dämlich, gebe ich zu. Aber ich war ein bisschen scared. Ich muss ehrlich sagen, ich bin immer noch an dem Punkt, wo ich sage, ich weiß nicht, ich kann das Damage-Potenzial von Graves nicht einschätzen. In der Zeit, wo Graves extrem viel gejungelt wurde, habe ich nicht gejungelt und... Beziehungsweise, ich habe nie... Er wurde zwar oft gespielt, aber ich habe nie so richtig gegen ihn gespielt. Ich habe kein Verhältnis dazu, wie viel Schaden dieser Typ macht. Und der Typ macht ja auch mehr Schaden, je näher man... an ihm dran steht, glaube ich. Ich stand ja in ihm drin quasi. Deswegen hat er mir, glaube ich, so viel Schaden gemacht. Ich habe absolut kein Verhältnis dafür. Das ist so mein Fehler so ein bisschen gerade gewesen. Ab und zu benutze ich das W, um mir Fragen zu klären, auch schon vorher. Dann spart ein bisschen Zeit. So, wenn man das im Camp benutzt, dann ist das halt so. Aber so kann man das halt auch schon vorher machen. Dann kann man hier direkt drauf. Also, oh no, kommt her. Okay, das hat noch gepasst. Also kann man auch, ja, wie man es nimmt, so vorher schon aufladen. So, wir holen uns noch den Gromp. Und dann passt das auch. Eigentlich hätte ich noch den Taunty gemacht. Den hier oben. Allerdings war Graves ja da. Das war ein bisschen doof. Aber, ja. Aber ihr habt gesehen, Graves war da. Er ist gekommen. Er ist ganken gekommen. Ja, das ist immer so dieses... Toplane wird immer gegankt irgendwie. Deswegen stelle ich mich oft da in den Busch dann, wenn ich zuerst da bin. Oder Counter-Gank halt. Wenn ich nicht ganke, Counter-Gank ich halt. So, wir gönnen uns das jetzt mal so. Wards lassen wir erstmal bei, denke ich. Gucken wir mal, wo wir es machen können. Wie sieht's aus hier? Botlane hat einen Double-Kill gemacht. Beziehungsweise halt zwei Kills. Midlane sieht gut aus. Midlane sieht sehr gut aus. Sehr, sehr gut. Dann gehen wir nochmal Top-Lane. Ich würde sagen, gehen wir Top-Lane nochmal.
Ich ping ihm schon mal nochmal. Ihr könnt natürlich auch ab und zu die E ein bisschen benutzen zum Moven, wobei ihr aufpassen müsst, weil. Also ab und zu, dann kommt jetzt zum Beispiel Graves hier an und ballert mich um und ich hab nichts mehr. Bei Grave geht's noch, aber wenn dann so ein K6 oder sowas kommt, da ist es nämlich schon. Und dann, jetzt habe ich eh zwar ready, aber er ist Level 5, das fuckt mich ein bisschen ab. Da machen wir mal ein Ward rein. Fuck you. Ich würde gerne den Taunty schon haben wollen. Lol, der kann mein Ward so zerschießen. Was ist denn los mit ihm? Ach, fick dich doch mal. Er ist halt Level 5, das ist ein bisschen madig. Er hat ein bisschen mehr gefarmt als ich. Müsst immer ein bisschen aufpassen, dass ihr die nicht aus dem Cube rausboxt mit eurem Ding. Da steht ein Pinkwood, das würde ich auch gern wegmachen. Bin aber immer noch. Dieser Graves geht mir echt auf den Keks. Seine Präsenz ist aber auch alles, was er hat. Seine Gangs sind nämlich ziemlich madig eigentlich, aber Schaden hat der Boy. Wir können Toplane gehen. Normalerweise müsste Atrox mich gesehen haben und vielleicht kommt Graves auch, aber scheinbar nicht. Und deswegen geben wir jetzt Gas. Ping hier ein paar Mal. Ich muss jetzt gucken, dass ich ihn in der Luft erwische. Vielleicht geht's. Obwohl, so geht's auch. Oh, come on. Ich sehe nichts, aber das wird wohl passen hier, oder? Ich pot mal schnell. Den kann ich noch weggehen. Oh, das schaffe ich jetzt nicht mehr. Oder schaffe ich das? Erst. Ich hab. Da kommt auch noch Z. Ich muss ihn stunnen, wenn er mich anspringt. Da haben wir das gestunt, ist drauf. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Das war okay. Das war gut. Also den Umständen entsprechend war es gut. Graves hat leider einen Kill bekommen. Mit der Machete ist es so. Also es ist halt immer unterschiedlich, so was ihr braucht und was ihr wollt. Und was die Gegner so haben. Also die rote Machete ist halt auch ziemlich nice, aber ich finde so gegen so Z und gegen so Champions, wo ich nicht so gut hinterherkomme, zum Beispiel Vayne, Z und Aatrox, die springen alle immer weg und da finde ich die blaue Machete zum Follow schon ganz nett eigentlich. Buch kaufen wir uns, Pots kaufen wir uns, Pink kaufen wir uns. Also machetentechnisch könnt ihr da alles variieren, wie ihr es gerade Bock habt, ne? Sorry, hat er genau geschrieben. It was fine, genau. But Klaus, unfortunately. Der Graves ist ein bisschen flotter im Clearen als ich, muss man leider sagen. Deswegen ist er auch immer so ein bisschen ahead. Ahead. Wir müssen jetzt mal gucken. Beide Buffs sind da. What? Annie macht auf jeden Fall sehr, sehr gute Arbeit, muss man schon sagen. Hat auch Armguard gebaut. Das ist vorbildlich. Beziehungsweise, das ist so, wie man es machen sollte. Seitdem gehen wir noch einen mit. Jetzt gucken wir mal. Kann gerade, eigentlich gank ich extrem viel, aber dieses Game lässt es gerade nicht so ein bisschen zu. Aber deswegen gibt es ja auch immer zwei Gameplays, ne? Weil in dem einen Game geht es so, in dem einen Game geht es so. Und ich wollte ja hier so ein bisschen ganken und überall so machen, aber der Graves ist mir einfach die ganze Zeit davor gekommen. Oft gank ich auch die Top-Lane und dann direkt danach die Mid-Lane. Wobei der Graves mir so hart auf die Ketten ging, war das eher so nicht so möglich, muss man irgendwie sagen. Das meinten wir jetzt mal, damit es ein bisschen schneller geht hier und dann gehen wir nochmal hier was machen. Die hatten übrigens, genau, fällt mir gerade ein, die hatten hier unten einen Pink Watch stehen, das machen wir mal weg. Aatrox ist schon wieder sehr possible da oben. Ich glaube, die traden jetzt. Ah, ich muss eigentlich das Wort wegmachen. Oh, die traden. Da muss ich da schnell hoch. Ich komme es her. Er verwandelt sich gleich ein bisschen noch, ein bisschen noch, ein bisschen noch, ein bisschen noch, ein bisschen noch. Ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Jetzt nur nicht den Typen zu Gnar hauen. Er wird noch Gnar töten wollen. Das ist das Einzige, was er machen kann. Das war dämlich. Das war absolut dämlich. Ich weiß nicht, ob ich noch genug Schaden für ihn habe. Der Lifestealt halt wie Sau. Ich muss mal in meine Spells ein bisschen warten. Ja, okay, das passt noch. Aber er Lifestealt halt wie Sau und ich habe immer nur so einen kleinen Burst. Das war ziemlich dämlich von Gnar. Das Einzige, was Aatrox gerade noch machen hätte können... Er schreibt, good job, aber ich müsste schreiben, du bist ein Melonenbauer. Das Einzige, was Aatrox noch machen hätte können, ist, er wäre auf jeden Fall nicht weggekommen von mir. Definitiv nicht. Und das wusste er. Und deswegen war das Einzige noch, Gnar zu töten. Und deswegen, der hätte Gnar gar nicht... Das ist so dieser scheiß Greed. Ja, schreib mir mal... schreib mir nicht, ist scheißegal. Wollte ihm schreiben so, you could have survived that, aber... That... Ist ein bisschen schade, wenn man durch Greed dann stirbt. Die Annie gibt aber auf jeden Fall Gas, muss man sagen. So, wir gucken mal. Jungle Item müsste fertig sein. Jungle Item, stopp. 119. Oh, lol. Jetzt habe ich's ready. So, als zweites wachsen wir W.
Als falls Max mir weh. Gucken wir mal. Machete, Machiti, Machiti, Machiti. Wir sind Level 8. Wir müssen mal Wards platzieren. Wie viel hat Anni mittlerweile? 3-0. Wir gehen jetzt mal Botlane ganken. Toplane haben wir jetzt genug geholfen. Der muss mal. Der kommt aber leider nicht klar. Eigentlich wollte ich sagen, der muss jetzt mal klarkommen. Und der kommt einfach nicht klar. Die haben beide 1-2-1. Ich gehe jetzt trotzdem Botlane ganken. Oder Midlane. Eins von beiden. Das sind nämlich. Toplane ist so eine Lane, die kannst du am Anfang ganken. Das ist cool. Aber. Der hat immer noch 800. Den holen wir uns mal schnell. Aber irgendwann ist einfach so, die Carry-Lane sind eher nicht Top-Lane. Den immer zuerst stunnen, das ist wichtig. Immer zuerst stunnen, weil dann verliert er seine Rüstung. Putz. So, jetzt gehen wir mal Mid-Lane oder Top-Lane. Wir gehen mal Ping mal hier. Wenn Zed raus ist, ist super nice. Machen wir hier ein Vision. Oh, da ist schon das Ping. So. Wichtig ist natürlich, wenn wir Zed ganken, wir wollen, der muss seinen Geist zuerst benutzen. Vorher brauchen wir gar nichts versuchen. Wir können hier stehen bleiben und warten, ob er seinen Geist benutzt. Sollte er es nicht machen, dann kannst du das einfach voll vergessen. Das funktioniert einfach nicht. Jetzt zum Beispiel könnte man was machen. Allerdings können wir jetzt auch einfach Dragon machen. Ich denke, das ist auch okay. Smite 570. Kann man natürlich immer schön mit allen zusammen kombinieren. Q, W. Schon mal alles so ein bisschen aufladen und dann komplett rausballern alles. Ich habe jetzt von 640 oder so runtergeballert. Obwohl ich. Oh, nice, da geht noch was. Ich könnte. Ah, okay, ich habe ihn gegen die Wand gehauen, aber es war ein bisschen zu spät. Aber gut, mehr ging da einfach nicht. Da kommt Zed. Achtung, 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 Achtung. Schönes Ward steht halt auch immer noch da. So ein schönes defensives Ward ist was ganz Nettes. Im Moment kann ich nicht so das machen, was ich möchte. Irgendwie ist dieses Game nicht so gankfreudig, muss ich einfach mal sagen. Oh, der Wolf kommt nicht mit rein. Ah, so eine Pisse aber auch. Frage ist, was machen wir jetzt? Eigentlich muss ich. Also, beste Potenzial ist die ganze Zeit Top-Lane, muss man einfach sagen. Ich glaube, die anderen Lanes kommen eigentlich klar. Bot-Lane kommt super klar. Außerdem geht Anni die ganze Zeit Bot-Lane. Dann gehe ich häufig halt Top-Lane. Ich ping ihn mal ein bisschen. Mid-Lane ist halt. Sie spielt sehr gut. Sie kommt da klar eigentlich. Sie hat auch 20 CS mehr. Er hat Hextrinker und spielt eh super defensiv. Ich denke, er ist immer noch da, oder? Der hat so wenig HP. Der wird jetzt wahrscheinlich Warden gehen, da unten irgendwo. Vielleicht. Und dann kommt er nochmal. Außer er hat noch weniger P gehabt als er. Das weiß ich jetzt nicht. Scheinbar. Okay, das ist jetzt nicht so gut. Das ist jetzt nicht so gut. Okay, das ist halt total verrückt. So, gehst du einmal kurz vorne Botlane weg, dann wird Botlane gerippt. Wir kaufen uns mal flotte Schüchen hier und kaufen uns mal Armor. Itemtechnisch ist das halt variabel, was wir jetzt gehen. Wir brauchen auf jeden Fall Armor. Die haben nämlich voll, sehr viel Armor, beziehungsweise AD. Vor allem haben die sehr viel Attack Speed. Das heißt, ein Frozen Hardware gegen die ziemlich cool. Ein Renduins wäre gegen die ziemlich cool. Sunfire ist generell immer cool. Frozen Gauntlet ist ziemlich geil. Wir wollen natürlich auch CDR. Also gibt es quasi Quadrillionen Möglichkeiten, was wir jetzt machen. Müssen wir mal schauen. Jetzt hat man gerade gesehen, habe ich nur den Client geät. Das war ein bisschen gay. Das da unten kann ich nicht verteidigen, glaube ich, oder? Obwohl, hätte ich vielleicht schaffen können. So, vielleicht kann ich da noch was machen. Oh, schade. Das Team kommt jetzt gleich. Frapp! Hast du nicht mitgerechnet, was? Ja, den nehme ich jetzt mal einfach, weil. Ja. Ah, schade, aber ich hab noch Flash. Oh, schade, Boy. Oh, was für? Nice, den kriegen wir auch noch. Den kriegen wir auch noch. Man nennt mich nicht umsonst Fatman, der fette Man. Fatting, Fatman. Fapping, Fatman. Oh, den hätte ich ihn lassen können. Das habe ich zu spät gesehen. Mist. Den hätte ich ihn lassen können. War aber definitiv not so bad. Definitiv not so bad. Fapping, Fatman. Fatman-Wurf. Bam. Das mit Graves war ein bisschen fies. Ich weiß nicht, ob er es predicted hat oder ob es Glück war, Leute. Was meint ihr? So, ich mache meinen Bauchrammer und er dasht auf einmal weg. Ich glaube, das war nicht predicted. Ich glaube, das war Luck.
Eclipse ist Wald. Mann, was ist denn hier? Tag der pinken Worts oder was? Ja, stopp jetzt. Geh mal jetzt hier, nimm das. Weiß nicht, ob ich ihn getroffen habe. Oi. Okay, das war 181 nur. Das war echt ein bisschen. So, das war ein bisschen. Ich schreib mal sorry, das war ein bisschen dämlich. Das war doof. Also, okay, also es war. Es ist halt Z. Frage ist jetzt, was wir bauen. Sie schreibt, my bad. Again, SS too late. Das war. Sowas finde ich mega geil, Leute. So, weißt du? So im Sinne von. Also, ob's jetzt. Also, das ist das allergeilste Attitude, was es gibt. So, weißt du? Ich sag, es ist mein Bad. So, was eine Person sagt, es ist sein Fehler. So, ne? Ich könnte jetzt auch sagen. Ich hätte jetzt auch sagen können, ja, lol, Anni, pass mal auf deinen scheiß Midlaner auf. So, ne? Obwohl es mein Fehler war. Ne? Ich muss mal halt auf mich selber aufpassen. Und dann sagt sie, nee, es war ihr Fehler. Das ist mega cool. Sowas finde ich einfach echt mega nice. Weil das ist einfach so, dass man sich nicht die Schuld zuschiebt, sondern so, weiß nicht, so ein bisschen teilt die Schuld. Und dann fühlt sich, finde ich, ist das fürs Game-Klima richtig angenehm. Ich habe mich jetzt entschieden, also es ist halt unterschiedlich. Ich habe mich jetzt für Sunfire entschieden. Weil Sunfire einfach mega geil ist und noch mehr so ein bisschen mehr Damage gibt. Ich würde gerne mehr CDR-Dreck gehen. Aber, oder überhaupt CDR. Aber ich habe das Gefühl, dass ich erstmal ein bisschen HP brauche gegen die Dudes. Ein bisschen HP ist, denke ich, ganz nett, weil sonst bin ich ein bisschen. Ja, auf dem Schlauch würde ich es mal nennen. So, wir haben Ultimate, wir gehen mal wieder Midlane. Warden auch mal hier ein bisschen. Hier steht bestimmt auch schon wieder ein Pinkward, aber ich werde gerade mega hell, Leute. Holy shit, da ist immer noch das Pinkward, glaube ich, ne? Immer noch. Kann ich mal eben in der Zeit hier, ist gefährlich, auf den Desktop zu gehen. Oh, vor allem, wenn die das Ding gerade gemacht haben. So beautiful. I back, okay. Okay, you back. You back, me no can Pantherino. 23 Sekunden zu Dragon. Dragon, stea dinte. Sunfire ist halt eine coole Version, wenn man sagt, ja, hey, ich will Tank gehen, will aber trotzdem ein bisschen Schaden machen. So, das ist so eine coole Option einfach so, wo man sagt, ja. Vielleicht mache ich auch mal ein Video, welche Tank-Items man wann bauen soll oder wann nützlich sind, ne? Das wäre vielleicht auch mal ganz nett so. Mann, irgendwie fuckt mich das Game gerade so ein bisschen jetzt ab, muss ich sagen. Weil ich irgendwie. Ich laufe hier rum wie so ein Fatman, aber ich kann nichts machen irgendwie. Wenn man eine Ulti fertig hat mit Greggy, ist das schon ziemlich angenehm, aber es geht einfach nichts, oder? Na, das war. Vielleicht kriegen wir ihn aber noch. Da schön das Q, schön in. Oh, der ultet einfach rüber. Das ist natürlich räudig. Muss ich mein E dafür benutzen? Ne, lieber für den. Oh. Okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen kernräudig. Kriegen wir aber noch. Frage ist, nice, sehr gut. Bane haben wir auch noch. Bruder, mit Bart. Oh, das war der Penta für Bart. Der Bart-Penta. Der Bart-Penta. Oh. Ein Bart-Penta. Wäre es gewesen. Oh. Mein Ult war nicht ganz on top hier so. Das ist aber ein bisschen Probleme mit Smartcast, muss man ehrlich sagen. Meine Ultis bin ich fairerweise auch so. Ich sag, ich bin nicht der Todes-Gargas-Main. Meine Ultis könnten besser sein, aber das ist ja. Ich gebe euch und die Richtlinie mit, wie es ungefähr muss. Und dann könnt ihr es ja ausbauen. Ein paar Ultis. Ich spiele jetzt mit Smartcast. Dann ist es manchmal, wenn. Ist manchmal immer schwer einzusetzen oder einzuschätzen, weil ab und zu so ein kleines Stück mehr links, dann wird er anders fliegen und so. Das ist halt immer verdummt. Oh, der Bart. Der Bart, holy shit. Der Bart. So, da haben wir. Wir gehen shoppen. Aber immerhin Rage ja nicht. Wobei ich meine, okay, es ist halt immer noch Bart. So, als letztes würde ich mir halt CDR gönnen. Jetzt haben wir halt die Frage. Die haben, ich könnte jetzt offensiv, könnte ich jetzt sagen, gehe ich Eisbohren. Es gibt mir Armor und gibt mir ein bisschen Schaden. Oder ich gehe, sag, ich bin eher Team. Wir haben genug Schaden, ehrlich. Wir haben eine Anni, die ist fett. Wir haben einen Lucian, der macht gut Schaden. Ich glaube, das reicht, was wir an Schaden haben. Wir haben einen Bart. Und deswegen sage ich mir, ich gehe lieber Frozen Heart gegen dieses Team. Denn
Wir machen das aber so. Bap, bap, bap. Nice, der Armor Main. Denn Frozen Heart ist super geil. Gibt uns nicht nur 20% CDR, sondern reduziert das Attack Speed. Das Attack Speed ist wichtig für den, für diesen hier, für den und für den vier Leute eigentlich. Für Graves nicht ganz so ultra krank wichtig. Und Zed mittelmäßig wichtig. Aber Vayne und Aatrox natürlich todeswichtig. Ah, schade, ich dachte, der läuft hier lang. Oh Mist, wir müssen zur Botlane. Und deswegen ist es schon ganz angenehm. Der Armor Main, Leute. Hey, du Scheißwort. Oh, scheiße, ich habe vergessen, meinen Blue Trinket zu wechseln. Das hätte ich mal machen sollen. Das war ein bisschen räudig. Oh, jetzt sind die alle da oben und ich bin hier unten. Kacke. Guys, care for it. Care for it. Pop. Du Kanone. Kriegst jetzt meinen Bauch ab. Zack. So, jetzt gehe ich nochmal schnell hoch. Oh no, Annie! Oh, das ist schon. Oh, die Lucian Ulti ist echt reichweitentechnisch total fit. Wir müssen aufpassen. Die haben eine Vayne. Und Vayne carried alles. Genau das nämlich. Guys, care. Vayne can carry everything. Alles, wirklich. Every fucking thing. Alles klar. Gut. No! Okay, ich bin. Ich sehe nix! Yeah! Da! Nimm's da jetzt hier. Verpiss dich und lass meinen Turm in Ruhe. Lasst mein freaking Turm in Ruhe. Das, ich weiß nicht, ob ich das verteidigen kann. Ich muss auch schnell hier so eine Q reinwerfen, vielleicht so ein bisschen. Pop. Nee. Jetzt ist das ganze Team gestorben. Das ist echt nicht so geil. Why triple shot me in 2-6, but MP. MP. Aber natürlich jetzt echt kernräudig. Alle gestorben. God damn. God damn. Ich hab der Typ da oben zu viel, den kann ich nicht fighten, da mache ich keinen Schaden. Zornmail könnte man gegen die. Es gibt so viele, ich meine, ich kann ja Full AD gehen, ne? Ich habe so viele Items, die ich bauen kann. Oh Mann, ich hab das abgebrochen und der ist trotzdem durchgeführt, den Outwit. Das ist echt zum Kotzen so ein bisschen. So, wie viel brauchen wir denn hier für das Scheißding? 1,9, holy shit. Wir gehen aber mal trotzdem Base und holen schon mal die 10%, weil ich habe echt wenig Mana grad und. Ich bin so ein CDR-Fanatiker. Ich mag einfach CDR. Ob der. Oh, jetzt kann ich aber genau das können. Dann machen wir den Back ein bisschen interessanter, dass es sich auch gelohnt hat. So. Jetzt nur nicht freak out freaken. Ja, letztens einer gesagt, ich trinke aus dem Stiftebecher von Ikea. Das ist so ein Shakerbecher. Aus dem Stiftebecher trinken. Jetzt müssen wir gucken. Also ich habe jetzt die Entscheidung, greife ich an oder beschütze ich jemanden, wenn wir gleich teamfighten? Also ulte ich jemand für uns oder ulte ich defensiv jemanden weg von uns? Ich würde zum Beispiel sagen, ich beschütze, ja, der ist immer gefährlich. Wenn du da so eine Combo machst mit Ultimate, dann dasht der mal weg. Das ist halt immer gefährlich. Autsch. Ich habe ein bisschen AP verloren. Jetzt muss ich mein Passiv immer schön nutzen. Ein Dinger da. Zack. Aber wer bist du denn? Also die Frage ist, wer ist. Also rein theoretisch müsste ich Annie beschützen, glaube ich. Oder Lucian ist, glaube ich, auch relativ stark. Obwohl jetzt ist nur 3, 4, 8, aber er ist, glaube ich, trotzdem relativ stark. Und deswegen. Oh, das ist jetzt gefährlich, was hier überall passiert. Hier oben ist ein bisschen Action. Und da ist Action. Das ist jetzt schlecht. Ich glaube, ich vertraue mal, dass sie das schaffen. Und bewege mich mal hier in die Richtung. Wobei es wahrscheinlich. Mann, wir splitten halt so beschissen. Das ist echt ein bisschen räudig. Das ist richtig räudig sogar. Unterwegs Aatrox gekillt, ja. Du kriegst einen Bauch ab. Spast. Verpiss dich. Verpiss dich. Obwohl, den könnte man eigentlich im Bauch. Aber hier kommt Vayne noch. Ei. Okay, das hat er geschafft. Das ist gar nicht so bad. Da kann man immer noch was machen. Ich habe immer noch den Bauch des Todes. Dann kriegst du jetzt erstmal den Bauch. Oder ein Fass. Oh lol, er geht einfach rechts. Okay. Jetzt kennt er sich rüber. Nee, tut er nicht. Deswegen ist CDR wichtig, dass ihr halt permanent. Finde ich halt. Ich meine, ich habe jetzt gerade mal 20, ne? Wenn ihr 40% CDR habt, dann könnt ihr die ganze Zeit dem Scheißgegner den Bauch abgeben. Permanent. Das ist halt richtig nice.
Dann könnt ihr, seid ihr die Todes-CC-Maschine. Ihr könnt permanent slowen und ehen. Das ist richtig krank stark. Oh lol, da hat ihn. Oh, der Outwit. Oh, der überlebt ja mit einer AP. Wir müssen jetzt halt echt mal wirklich mal jetzt. Was. Wir throwen gerade echt schon. Can we try to team fight? Vayne, ich habe so Angst vor Vayne. Vayne ist so ein krasser Champion. Der einfach alles. Ich habe schon ein Game verloren. Seitdem habe ich immer Angst vor Vayne. Ich habe ein Game verloren. Wir waren komplett, haben alle haben wir gewonnen. Nur die Vayne war in Ordnung. Aber der Rest vom kompletten gegnerischen Team war komplett Bullshit. Das komplette gegnerische Team war Bullshit. Nur die Vayne war in Ordnung. Und die hat es komplett gecarried. Seitdem habe ich Angst. Angst und Schrecken. So, Frozen Heart ist fertig. Das heißt, das können wir ins, entweder, also wir brauchen jetzt nochmal ein bisschen HP oder. Also man, oder wir kaufen Thornmail. Thornmail. Oder Randuin's halt. Randuin's ist halt nochmal so ein Attack Speed Item. Müssen wir mal gucken. Aber wir haben jetzt auch 40% CDR, das gefällt mir. Ich spiele übrigens mit CDR 5% Scaling und 5% Flat. Das ist so, ich mag dieses nicht, wenn da 38 steht. Ich bin da so der Dude, der sagt, ja, ich mag so glatte Zahlen, genauso wie auf der Fernbedienung. Man nicht. Nicht, oh lol, nicht, ja, Lautstärke 17, das ist einfach kacke. Ich mach dann 20 oder 15 oder 18 oder sowas. Das klingt jetzt verdummt, aber ist doch verdummt. Oh, Bart. Wir müssen halt jetzt groupen, Mann. Das fuckt mich halt richtig hart ab gerade. Mal einfach einen schönen Teamfight. In Teamfights ist Gragas echt strong. Ah, ich wollte sie jetzt nur beschützen hier. Das ist jetzt. Ah, nein. So viel. Das waren ein Haufen Fails. Das waren ein Haufen Fails, aber. Auch nur, weil ich zu sozial bin. Ah, das Game. Das war auch nicht geplant und das war sehr spontan. Deswegen habe ich es auch gefailt. Der Bart wurde halt gecatcht und ich wollte ihm helfen. Und dann habe ich gesagt, okay, um ihm zu helfen, ramme ich den Gegner meinem Bauch entgegen. Und dann wollte ich mich irgendwie verteidigen und die Ulti hatte ich gemacht, weil ich dachte, Zed wird mich noch ein bisschen mehr angreifen. Mann, Leute! Oh, immerhin. Oh nein, krieg ich ja nicht kaputt. Wirklich so knapp. Oh doch, noch eine Faust. We really need to stop that, man. My bad. Ja! Oh boy. Ah, das war aber auch. Ey, war halt auch Fail von mir, gebe ich zu, aber. Das Problem ist halt, dass. Das halt nicht geplant war und sehr spontan war. Und ja, aber Bart wurde halt gecatcht. Das war halt mad und bad und sad. Mad, bad und sad. Ich will einfach einmal einen ordentlichen Teamfight. Das haben wir anscheinend nicht drauf, Teamfights. Also Teamfights scheint nicht in unserer Liga zu liegen. Also das ist schon, macht uns schon hier Schwierigkeiten, mal einen ordentlichen Teamfight zu machen. Mein Pinkboard steht übrigens immer noch da. Holy shit. Holy fucking shit. Butz. Butz. Gucken wir mal, wo wir ein Wort finden. Ein Wort, ein Wort, ein Wort, ein Wort. So, die Frage ist, werden wir wieder hier ins Rift einschlagen und aufprallen und untergehen? Das hier ist quasi das Deadman's Rift. So, wie wir schon eingeschlagen sind. Das, mein erster Fokus muss drauf sein, Zed zu unterbrechen. Zed hat mittlerweile 8,5, der ist schon stark geworden. Einfach ihm stunnen nach, oder wegulten. Stunnen und oder wegulten. Nachdem er geultet hat. Hm. Was mit Red? Wieso hast du den nicht genommen? Ich habe den extra gelassen, du Reuden. Hm. Mittlerweile muss man halt auch sagen, wird das Jungle-Item relativ schwach jetzt, muss man leider echt sagen. Also wenn das so weitergeht, erstmal nicht, weil ich habe ja noch Plätze frei, aber kann ich später das Jungle-Item eventuell austauschen gegen das HP-Item. Aber wobei, ich habe jetzt schon Sunfire, dann wird es nicht gehen. Könnt ihr was catchen, aber dann fokussen wir alle Thrash
Und dann kommt, macht Zed alle kaputt. Das ist nicht, was ich will. Und ich weiß nicht, wo die anderen sind. Deswegen, mit Gragas kann man ziemlich gut catchen, aber nicht für einen Supporter. Das ist mir gerade nicht wert. Vor allem, ich kenne unsere Teamfights. Graves wäre schon potenzieller. Graves ist schon potenzieller. Oh, der überlebt das. Wo ist Zed? Ich sehe Zed nicht. Wo ist fucking Zed? Da ist Zed. Ich muss schnell was trinken. Das läuft nämlich hier gerade ein bisschen. Oh, ich bin ge... Mein Fass liegt da. Nice. Und nochmal den Bauch da rein. Und, oh, das Q ist da drauf. Get this boy. Nice. Sehr geil. Sehr geil. Zwei Stück haben wir. Das gefällt mir schon. Oh, da kommt noch der Flash. Oh, der Teleport ist gewagt. Kann er da was machen? Da kommt noch Vayne. Da muss ich ein bisschen... Ich komme hier rum. 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 Okay. Also Graves ist natürlich, man sollte natürlich gucken, Graves ist schon so ein bisschen Tank, ne, mit den ganzen Sterax und den ganzen Zeug, deswegen war es schon ein bisschen gewagt. Man darf natürlich nicht den Tank ins Team hauen und dann, weil dann Fokus, oder so ein Ken oder so, sondern Fokus und alle den Dude und dann haben wir nichts mehr für die anderen, aber ich glaube bei Graves ist halt auch sehr offensiv noch. Da ist es schon okay, der hat auch ziemlich viel AD, ziemlich viel Damage. Wir haben gleich wieder Ultimate, ich kann mal so ein bisschen trinken, damit ich ein bisschen an AP komme. Ich könnte versuchen, die Vayne zu ultimaten. Jetzt quasi. Wenn sie einmal kommt. Sie kommt einmal her. Da ist sie. Komm, get this. Oh, schade. Aber okay, sie ist relativ low jetzt. Ah, schade. Ich glaube, der will. Will er? Ja, Willi will es wissen. Wir sind leider immer noch nicht am Turm vorbeigekommen, ist das Tragische. Wir sind eigentlich kein Stück weiter. Turm, kaum Damage. Wir haben also eine richtig miese Belagerung, kann man so sagen. Kommt der noch nach? Lol, der kommt noch nach. What the hell? Never chase Bard. Never chase Bard. Ich werde das so ein bisschen tanken hier. Nimm mich auch den tankenden Tank. Oh lol, ich wollte eigentlich dahin. Lol. Der tankende Bard. Oh, er steht noch drin. Solange er drin stehen bleibt, kann ich es noch aufsparen. Bam! Oh, ich habe sogar Vayne getroffen. Habt ihr es gesehen? Okay, jetzt haben wir Jackpot, Leute. Habt ihr gesehen? Ich habe noch Vayne getroffen, obwohl sie unsichtbar war. Auf einmal war sie gestunt, ist da. Gestunt ist da. Das war natürlich extrem. Never chase Bart durch Tunnel. Never chase Bart durch Tunnel. Das ist das Sprichwort, was quasi da sein muss. Wenn Zed jetzt flamen würde, so, die beiden flamen, okay, aber wenn Zed jetzt noch einen Flame raushaut, dann wäre es halt richtig räudig, weil Zed hat es halt verkackt. Und alle eigentlich, dass sie da alle hinterhergegangen sind. Ich meine, okay, wir waren relativ low, aber jetzt haben wir halt wirklich die Base. Nice. Da ist Zed noch. Kriegen wir das noch kaputt hier? Sieht schlecht aus. Oh, ich könnte ulten, ist die Frage, ob das worth ist. Ah, okay. Oh, er haut auch direkt ab, er escaped hier as fuck. Okay, ich glaube, das wird ein bisschen kritisch gerade hier. Könnte dabei helfen, aber ist die Frage, ob das Sinn macht gerade. Wahrscheinlich nicht. Ich bin mal raus. Aber der Inib ist noch gestorben. Hier, nimm das. Oh. Bap, bap, bap. Oh, da ist ein Wort dran. War nicht so, obwohl haben die jetzt, wie viele Leute haben die noch? Können die Baron machen? Wir haben einen Ward da, ich sehe das, wenn die Baron machen. Und ich muss jetzt ganz schnell hin. Ich werde jetzt auf Randuins gehen. Und dann das Thornmail hinterher setzen. Das ist, glaube ich, der perfekte Bild gegen dieses Team. Randuins reduziert nämlich nochmal das Attack Speed, wenn ich angegriffen werde. 15%, ja. Dragon, kann ich mit leben. Aber wir haben zwei Inhibs, wir müssen jetzt einfach, entweder wir könnten Baron Force oder wir gehen All Bot jetzt. Eins von beiden. Ich würde sagen All Bot, das ist mir lieber. Jupp. Wieso, ich habe den doch gar nicht getroffen, oder? Der hat voll HP, wieso dreift er mich an? Penner. Penner, Penner. Take Blue. Na gut, dann hat sie CDR voll? Eigentlich nicht. Na gut, dann nehme ich Blue. Jimmy Blue. Einmal mitnehmen. Ich hätte gerne den Gromp hätte ich gerne gehabt. Der Buff ist echt cool im Late Game.
Also ich würde jetzt Thornmail bauen. Thornmail. Und dann Lucian muss noch kommen. Wait for Lucian. Hm. Ach, er meinte Lucian Take Blue. Achso, lol. Oh, lol. Also, ich werde noch Thornmail und dann würde ich das Jungle-Item austauschen, wenn es noch so weit geht. Wenn es noch so lange gehen würde. Wir können mal so lange warten hier und gucken, ob wir jemanden catchen können. Leute, wie sehen die denn von ihm aus, die Dinger? Die sind ja total verrückt. Wäre halt cool, wenn Lucian mal kommen würde. Ich wusste, aber er hat QSS. Ja. Ja, es war okay, aber ich finde es trotzdem besser, wenn wir jetzt mal all, weil deine Mitte, das hat nichts. Ich meine, es ist gut, dass er ihn gekillt hat, keine Frage. Aber lieber alle zusammen, und weil wenn, sonst ist die Gefahr, dass einer stirbt und dann ist es gay. Dann haben wir den, den will ich jetzt nicht rausholen eigentlich. Den kriegen wir auch so kaputt. Den könnte ich aber rausholen. Whoop. Batz. Oh lol, das war die Todes-Wirbel-Kombo. Holy shit. Die Todes- und der Bauch. Die Todes-Wirbel-Kombo war das. Denn ich habe ihn weggeworfen und hat genau. Ich habe ihn nach hier geworfen und hat genau ihn gegen das Gebäude geworfen. Die Todes-verdummte Wirbel. Wirbel-Bauch-Kombo. Ich mach erstmal das Ding hier kaputt. Das geht mir auf den Keks. Mist. Keksschlag. Keksschlag. Ja, er denkt jetzt, er kann nicht mit mir rechnen, aber hier, pass auf. Flap. Flap, 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 flap. So, jetzt aber weg damit. So, finally. Oi. Oi. Okay. Sorry, my bad. Early game, guys. No problem, no problem. Also, halt mir fest. Ich habe auch ein paar Fehler gemacht. Auch gerade jedes Game läuft nicht immer so, wie es laufen soll. Es ist ja auch immer spontan. Ich kommentiere das alles, ne? Wie gesagt, dann ist immer ein bisschen... Aber, wer natürlich Lust hat, es kommt natürlich noch ein zweites Gameplay. Wir gucken mal, wie viele Punkte ich kriege. Damit wird wahrscheinlich nicht der meiste sein. 21 Punkte, das ist ganz nett. Ja, in dem Sinne würde ich dann sagen, guck mal nochmal Schaden eben. Kann ich das mal eben hier so rüber machen? Oh, das ist verdummt jetzt. Twitter ist das. Twitter im Hintergrund. Machen wir mal so, zack. Ja. GG, well played und haut rein. Seht dazu, macht weiter und tschüss. Yo, mein Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen, schön, dass ihr im Start seid. Und das übliche Thema, ihr kennt es ja schon. Wir spielen Gragas, tatsächlich, wir spielen nicht auf der Top-Lane, wir spielen nicht auf der Mid-Lane, wir spielen in dem Jungle, meine Freunde. Wir sind diesmal auf der unteren Seite, ich habe das Team schon gerade so grob gesehen und, also unser Team... deren Team... Also es wird extrem eklig werden, ja, die haben das Todesteam. Vayne plus Lulus Todes, ja so, die haben das krasseste Team überhaupt. Wir gucken, ob wir dieses Game trotzdem irgendwie gestalten.